Frau Göres, Sie hatten im Kindesalter während einer Operation eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Also im Alter von 7 Jahren wurde ich am Herzen operiert aufgrund eines Vorhofseptums. Und dieses Vorhofseptum wurde eben im Zuge dessen eben operiert. Und das war ja eine Entscheidung auch zwischen Leben und Tod. Und währenddessen ich operiert worden bin, habe ich ungefähr, also bin ich auf den Körper ausgetreten und habe ungefähr in der Entfernung von 20 Metern so circa mich am Operationstisch gesehen. Ich habe die ganzen Geräte gehört, ich habe die Ärzte gesehen, weil die waren alle grün angezogen. Es ist ein Arzt zum Beispiel auch später dazugekommen, das war so ein Spezialist. Auf den haben sie alle schon gewartet, also der ist von irgendwo weiter herkommen. Und den haben sie dann den Operationskittel angezogen und dann das habe ich alles beobachten können. Und während ich, also es hat sich so angefühlt, also ich war ja 7 Jahre und da habe ich das so interpretiert, dass ich eben vom Operationstisch aus weggeflogen bin in die geistige Welt. Und wo ich in der geistigen Welt sozusagen gelandet bin, haben sich verschiedenste Engelwesen hinter mir platziert. Also die haben mir so einen Schutz und so einen Halt gegeben. Das war mir aber nicht fremd, sondern das war mir total bekannt. Also diese Engelwesen, die mich da umgeben haben, das war für mich ganz eine normale Situation, die ich eigentlich schon kenne, also diese geistige Welt schon eigentlich kenne und was für mich total normal war. Und was dieses Umgeben der Engel, das hat mir so viel Kraft und Schutz und also wie wenn mir die Engel tragen würden, hat sich das angefühlt. Also ich habe aber gleichzeitig, also ich habe die Engel hinter mir gespürt, diese Sicherheit und diesen Schutz, aber auch gleichzeitig mich beobachten können, also die Operation beobachten können, was da eben getan wird. Also ich habe das Beatmungsgerät gehört, die Ärzte, oder ich habe gesehen, dass die Stirn abtupfen und die Operation, die war ja relativ lang, die hat ja einige Stunden gedauert. Aber dieses Austreten aus dem Körper, das war nur eine gewisse Zeit, ein paar Sekunden vielleicht. Aber genau in diesen einigen Sekunden habe ich so ein Gefühl gehabt von beschützt sein und behütet sein und von, also was für mich total sehr bewusst wahrgenommen worden ist, aber auch nichts Befremdliches war. Also das war für mich ganz normal. Also ich bin jetzt kurz einmal bei euch auf Besuch, wollte einmal schauen, wie es euch geht. Also so im übertragenen Sinne. Und dann werde ich dann wieder zurück auf die Erde gehen. Also es ist mir nie die Frage gestellt worden, ob ich da bleiben will oder wieder hinunter, also wieder auf die Erde gehen will, sondern es war einfach nur mal ein kurzes Hallo sagen, wo ich ein beschütztes Gefühl habe gekriegt und bin dann wieder zurück in den Körper. Und da war es wieder ganz dunkel, weil in der geistigen Welt war alles hellblau und hell und die Engelwesen waren alle sehr licht und leicht transparent und also es hat sich auch angefühlt, wie wenn du ein Windhauch von dieser Energie mich umgeben hätte. Nach der Nahtoderfahrung haben Sie bei sich eine besondere Begabung gemerkt. Was war das? Also durch das, dass ich eben in dieser geistigen Welt war und für mich das nicht befremdlich war, sondern etwas eigentlich, was alltäglich ist, so in übertragenen Sinne, ja, da habe ich eben das Gefühl gehabt, eben von den Engelwesen getragen zu sein, aber auch gleichzeitig auf der Erde zu sein. Also das Gefühl, wie wenn die Engel oder diese Geister mich auf Erden tragen, um eine bestimmte Mission ausführen zu können.
Und meine Vision oder meine Aufgabe dazu war, die Liebe auf die Erde zu bringen, indem ich Menschen, wenn ich sie sehe oder dass ich oder wenn ich sie nur fühle zum Beispiel, also dass ich in ihren Seelen lesen kann. Also alle Informationen, die ein Mensch in sich trägt, von mir aus Ängste, Blockaden, Freude, Trauer, Situationen, in denen sie sich gerade befinden, dass sie das in Menschen lesen können. Und für mich war das aber normal. Also ich habe das jetzt nicht als Gabe gesehen oder als besondere Fähigkeit, sondern für mich war das so, das war für mich normal. Also ich habe Menschen gesehen und habe ihn fühlen können, die Emotionen wahrnehmen können. Ich habe auch gemerkt, wenn sie gelogen haben oder die Wahrheit gesagt haben. Also das ganze Potpourri, was eben einen Menschen ausmacht, in einer gewissen Situation, natürlich sehe ich noch nicht alle, sondern in der Situation er sich gerade oder sie sich gerade befindet, dass sie das eben wahrnehmen kann, fühlen kann und dann auch Ratschläge geben kann. Haben Sie diese Begabung als Kind bemerkt oder hat sich diese Begabung im Laufe der Jahre dann entwickelt? Also da war ich 7 und es war schon vorher, das war schon mit 3 Jahren, aber durch das, dass ich diese Nahtoderfahrung habe gemacht oder machen hab dürfen, hat sich bei mir eben, wie wenn ich ein weiteres Bewusstsein zur geistlichen oder zur geistigen Welt, sich da, also eine neue Verbindung hat ergeben können. Oder dass es mir gezeigt worden ist, es gibt nicht nur das irdische Leben, sondern es gibt auch noch andere Leben und es gibt noch viel mehr auf dieser Welt, wo wir bewusst das gar nicht wissen oder gar nicht greifen können. Aber durch diese Nahtoderfahrung habe ich gewusst, okay, es gibt Engel, es gibt Engelwesen, es gibt Emotionen, es gibt ja, man könnte auch so sagen, es gibt da auch noch eine andere Sprache, die mit uns gesprochen wird. Nach dem Tod Ihrer Oma im Sommer 2020 erlebten Sie auch noch Nachtodkontakte. Können Sie Beispiele davon erzählen? Ja, gern. Also die Oma, meine Oma war ja auf dem irdischen Leben ein ganz besonderer Mensch. Also uns hat eine ganz besondere Liebe verbunden. Und wo sie dann verstorben ist, das war natürlich Trauer pur, aber in dieser Trauer hat sie mich begleitet. Also meistens melden sich die Ahnen aus der geistigen Welt, wenn man in einem Ruhezustand ist. Also nicht, wo jetzt viele Menschen sind, sondern wo man in einem Ruhezustand ist. Also zum Beispiel gibt es einen Spaziergang. Oder ich bin am Pool gelegen, habe gerade die Sonne genossen und habe die Augen geschlossen gehabt und habe ihre Hand auf meiner Schulter gespürt, wo sie mich ganz vorsichtig und zärtlich berührt hat. Und habe auch sie wahrnehmen können und das war immer auf der linken Seite. Oder zum Beispiel habe ich ihr zum Geburtstag, ich habe sie so ein kleines Eckerl gerichtet, wo ich ihr Bild und Blumen stehen habe. Und damit ich ihr eben zeigt, dass sie an ihren Geburtstag an sie denkt, habe ich ein Glas Sekt hingestellt, um ihr zu zeigen, ich denke an die, ja, du hast den Geburtstag heute. Und da bin ich dann auch noch schlafen gegangen. Und mitten in der Nacht ist dann der Radio losgegangen und da ist ein Lied gekommen von der Alanis Morissette mit Thank You. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja wunderschön, gell? Ich habe jetzt von der Oma ein Danke gekriegt, dass sie an sie gedacht hat. Oder zum Beispiel, ich bin im Bett gelegen und habe gefühlt, dass sie neben mir liegt und über die Haare streicht. Oder ich habe damals 2020, da ist diese Problematik mit der Pandemie gekommen und da habe ich natürlich auch Fragen mir gestellt. Und da habe ich zum Beispiel für mich persönlich auch Antworten, also Botschaften von ihr abbekommen. Oder einfach nur, dass sie ein Gefühl, dass sie einfach da ist. Zum Beispiel, dass
wenn ich am Balkon zum Beispiel gestanden bin und dann Sonnenuntergang beobachtet habe, dass ich mich irgendwas nachgefühlt habe. Oder zum Beispiel, wo ich am Meer spazieren gegangen bin da war zum Beispiel eine Säule mit ganz vielen Miesmuscheln oben, ja, weil ich wohne ja in Italien und da sind ganz viele Miesmuscheln oben gewesen und da war ein Teil, wo sich die Miesmuscheln in ein Herz gebildet haben und also konnte ich ganz viele, viele Beispiele nennen, was sehr berührend ist und was, wo ich aber auch sagen muss, ich fühle mich dadurch, indem sie so präsent ist oder präsent auf meiner Seite ist, fühle ich mich ihr näher als je zuvor. Obwohl das auf der Erde schon sehr, sehr intensiv war, ist es trotzdem so, dass sie mir, also für mich ist sie noch immer da, ja. Und für mich ist sie immer präsent. Und wenn ich eben durch meine Fähigkeiten kann ich auch mit ihr in Kontakt gehen. Frau Göre, Sie haben vorhin von Ihrer Wahrnehmungsfähigkeit gesprochen. Wie nutzen Sie diese besonderen Wahrnehmungsfähigkeiten im täglichen Leben? Also aufgrund ich eben diese Nahtoderfahrungen mit meiner Oma gemacht habe, habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht im Internet, weil ich habe das vorher noch nicht gekonnt, dass mir jemand, der was verstorben ist, so nah sein kann. Und obwohl natürlich, meine Oma war mir natürlich auch schon im irdischen Leben sehr am nächsten von allen Menschen. Aber trotzdem hat mir das neugierig gemacht und dann habe ich eben Informationen gesammelt, unter anderem auch auf ihrer Seite und habe dann entdeckt, okay, es gibt da noch viel mehr, wie damals die Erfahrung mit den Geistwesen während der Operation, also während dieser ersten Erfahrung in der geistigen Welt, so habe ich jetzt dann weitere Schritte gemacht. Also das hat sich so quasi im Nachhinein, kann ich jetzt sagen, hat sich das so angefühlt, als wie wenn ich damals die erste Erfahrung gemacht habe, in der geistigen Welt zu sein und Informationen zu bekommen. Und im Laufe des Lebens hat sich das immer mehr gesteigert. Und durch den Tod meiner Oma hat sich das noch einmal vervielfacht. Und wie gesagt, ich habe mich dann informiert und bin dann auf ein Medium, habe dann ein Medium kennengelernt, das ein Schreibmedium ist, wo man eben mit ihr als Medium gemeinsam in die geistige Welt gehen kann, um da Informationen zu erhalten, beziehungsweise mit Ahnen sich zu treffen, unter Anführungszeichen. Und das ist dann so eben gewesen und dann habe ich das erste Mal Bekanntschaft gemacht mit meinem Geistführer, mit meinen Meistern, und natürlich auch mit meiner Oma in der geistigen Welt. Und sie hat sich da viel frischer, gesünder, jünger gezeigt, wie sie eigentlich zum Schluss auf der Erde war. Aber auch die Geistführer, also mein Geistführer oder man kann auch sagen Engelwesen, die haben sich auch alle gezeigt und mit denen habe ich auch kommunizieren können mit diesem Medium. Und da hat mir mein Geistführer eben mitgeteilt, dass ob mir oder mich gefragt, ob mir bewusst ist, dass ich eben eine besondere Fähigkeit habe, dass ich in Menschen Probleme oder Situationen oder verschiedene Verhaltensweisen lesen kann und ihnen damit helfen kann. Dann habe ich gesagt, ja, ich war zuerst ganz erstaunt, dass er das weiß, weil das weiß ja sonst niemand, außer ich, ja. Und da habe ich mich so abgeholt gefühlt, dass er eben darüber Bescheid weiß, dass ich das eben kann und dass das eigentlich nichts Alltägliches ist, dass das was jeder Mensch kann, sondern dass das eigentlich eine Begabung ist. Und da war ich eigentlich von mir selber so überrascht oder auch von meinem geistigen Team, die mich da auch wieder, und da hatte ich auch wieder das Gefühl,
Vom Getragensein, so wie damals in dem Nahtoderlebnis während dieser Operation. Also, da habe ich genauso das Gefühl gehabt, sie tragen mich und auf der Erde bin ich für diese Aufgabe hier, um Menschen zu helfen, um ihnen Antworten zu geben auf ihre Fragen, die das normale Leben stellen. Ich habe die Möglichkeit, für Menschen, die in einer bestimmten Situation sich befinden oder die Blockaden haben, Ängste haben oder Trauer oder einfach eine normale Frage des Lebens, die sie selber schwer beantworten können oder einfach nur Hilfe brauchen, eben in die geistige Welt zu gehen. Und das kann man sich so vorstellen. Ich kann das jetzt nur anhand einer Metapher erklären, weil das sonst so schwer zu erklären ist. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt eine Person habe, die eine bestimmte Frage hat, und das könnte, ich kann jetzt einmal ein Beispiel nennen, zum Beispiel, was fragt mich diese Person, oder ich frage sie selbst, was kann ich tun, um meine Ehe zu verbessern? Und, oder was ist wichtig zu wissen, um meine Visionen, die ich gerne um meine Visionen zu erfüllen? Oder warum habe ich in dieser Situation Angst? Wie kann ich meine Angst ablegen? Oder. Also was eben das Leben so stellt, da kann ich dann in diese geistige Welt eintreten. Also da kann man sich so vorstellen, das ist ein großer Raum, wo 8 Milliarden Bücher sind, also Bücher des Lebens von jedem Menschen. Und da kann ich eintreten und das Buch herausnehmen von der jeweiligen Person, die natürlich, wo ich nur den Namen wissen muss und nicht mehr. Also umso weniger ich weiß, umso lieber ist es mir. Also wenn ich nur den Namen weiß, das Buch herausnehme, dann kann ich zu deiner gestellten Frage eine gewisse Seite aufschlagen. Nehmen wir jetzt einmal an, da fragt mich jemand bezüglich der Ehe oder so, wie kann ich meine Ehe oder mein Liebesleben verbessern oder. Dann schlage ich natürlich die Seite auf, wo diese Beziehung schon besteht und kann in diesen lesen. Aber das in meinem Fall zeigt sich das nicht so, wie wenn man in ein, also es fühlt sich auch so an, wie wenn man in einem Buch liest, aber es sind keine Buchstaben vorhanden, sondern Bilder. Also ich sehe dann zum Beispiel die Person auf einer Wiese gehen und auf dieser Wiese trifft er dann diese Person, mit der er verheiratet ist oder in einer Beziehung steht oder zum Beispiel bei einer anderen Frage eben zum Beispiel das mit der Angst, dass jemand vor gewissen Situationen oder Lebensereignissen Angst hat, dann sehe ich eben diese Angst neben dieser Person präsent sein und dann kann ich die Antwort geben, wie er sich davor schützen kann, warum er oder sie diese Angst hat, wie er sich schützen kann von dieser Angst, was die Gründe sind, warum es ihm so passiert und dann eben die Lösung, um aus der Angst rauszukommen. Also ein ganzes Potpourri von Informationen, was eben in diesem Buch des Lebens steht, kann ich da in allen Variationen, was halt dann weiter diese Person wissen möchte, alles Antworten geben. Und diese Reise durch ihr oder ihr also Lebensbuch, das dauert ungefähr so 2 Stunden und da kann man dann sehr viel über diese Frage, also sehr viel Informationen erhalten, um diese Frage zu beantworten. Wenn Sie im Buch des Lebens nachsehen, können Sie dann auch noch mehr sehen? Ja, wie gesagt, ich kann eben diese Situation, in der sich der Mensch gerade befindet und zu dem eben die Frage gehört, kann ich auch noch, sobald ich ihn eben von hinten sehe, das ist so ein Zeichen, man könnte das als Zeichen sehen, ja, dass sich dann die Ahnen aus der geistigen Welt melden.
Und das ist so, ich weiß ja natürlich von diesem Menschen nichts. Ja? Ich weiß ja nur den Namen. Ich weiß nicht, wer da in der geistigen Welt ist. Also jetzt an informativ, also im irdischen Leben. Aber sobald ich dieses Buch öffne, kann eben sein, wenn es zu der Person passt, wenn es zu dieser Frage passt und wenn die Person auch bereit ist, das auch anzunehmen. Ja, also die einen in der geistigen Welt wissen sehr wohl, ist der Mensch jetzt bereit, mit mir, also Botschaften von mir zu erhalten oder nicht? Also bei vielen ist es so und da zeigt sich dann die verstorbene Person und das kann ein Kind sein, oder ein Kreis sein, also egal, also wie es halt dann zu dieser Frage, zu dieser Person passt, zeigt sich dann ein Bild. Und dann kann ich diese Person beschreiben, welche Haarfarbe, Augenfarbe, Gesichtsform, und ich kann auch fühlen, wie sie zueinander gestanden sind. Also ob es die Oma war, die Tante, die Schwester oder. Also das zeigt sich alles wahrhaftig, also in diesem Buch eben meistens kann ich dann auch sagen, wie alt dieser Mensch war, wo er verstorben ist und eben das Aussehen. Und das ist natürlich sehr berührend und sehr emotional oft, dass die ja, dass eben das möglich ist, dass du Botschaften kommen oder auch manchmal nur ein Satz oder manchmal mehrere Sätze oder einfach Versöhnungen zum Beispiel stattfindet, indem Umarmungen stattfinden oder einfach nur ein Hinweis oder. Die können sich da in ganz verschiedenen Situationen erzeigen. Ist diese Begabung, die Sie haben, für Sie manchmal nicht auch belastend? Nein, kein einziges Mal. Ganz im Gegenteil, es ist erfüllend, weil ich ja mit jeder Reise in das Buch des Lebens so viel Liebe von der geistigen Welt zu derjenigen Person verspüre und auch Liebe zu sich selbst verspüre. Also das ist sehr bereichernd. Das ist überhaupt nicht belastend. Ganz im Gegenteil, das ist also herzerfüllend. Frau Göres, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich sage herzlichen Dank.